Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. In dieser Folge würde ich euch gerne ein Video präsentieren, welches ich mit der Panasonic Lumix FZ2000 gedreht habe. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dieser Kamera zu arbeiten. Und das, was ihr auch gerade seht, ist übrigens mit der Panasonic Lumix FZ2000 gefilmt. Ich verwende jetzt hier ein Mikrofon, ein Ansteckmikrofon. Da das hier recht windig ist und das interne Mikrofon, das ist für eine Kamera zwar recht gut, finde ich jedenfalls, aber sofern ein bisschen Wind ins Spiel kommt, kann man das total vergessen. Ja, ich habe euch jetzt hier einmal so ein kleines Video zusammengeschnitten, welches auch gleich im Anschluss folgt. Das habe ich jetzt eigentlich über ein paar Tage so zusammen gedreht, habe ein paar Rehe gefilmt, ein paar, ja, Kraniche, so hießen die Vögel, Kraniche, genau. Hab da einmal so einen schönen Film zusammengeschnitten und würde euch das gerne mal präsentieren im Anschluss gleich. Und ich hoffe, ja, ich gucke hier mal schon so ein bisschen. Ich suche hier nämlich noch überall so ein paar Rehe, die man filmen kann. Aber was ich jetzt noch sagen wollte ist, da war ein Blatt. Ich hoffe, dass das mit dem Wind nicht so stark ist, weil ich weiß auch nicht, inwieweit das Mikrofon das jetzt schafft zu entrauschen, weil ich habe bei so einem Wind noch nicht mit diesem Mikrofon gearbeitet. Na gut, ich würde sagen, wir plappern mal nicht um heißen Brei rum und ich zeige euch jetzt mal im Anschluss das Video. Gut, Cut, aus, Video, starten, jetzt los.
Ja, das war das kleine Video, welches ich zusammengeschnitten habe. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über Kommentare. Ja, das macht immer sehr viel Spaß, eure Kommentare zu lesen. Also würde ich mich auch wieder sehr über einen Kommentar von euch freuen. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Ideen oder so habt für Videoschnittsachen und das Ganze, dann schreibt mir das auch mal in die Kommentare, was ich vielleicht noch verbessern könnte oder was gut war. Da würde ich mich sehr freuen, weil da kann man ja sicherlich noch ein bisschen das eine oder andere verbessern. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter filmen und verabschiede mich dann ganz freundlich von euch und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, sofern ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.